Hallo ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche und es geht euch gut. Hinter mir liegt eine ganz besondere Woche, nicht wie manche von euch jetzt vielleicht denken, weil ich mir den Pony geschnitten habe oder habe schneiden lassen, besser gesagt, sondern weil Carsten und ich diese Woche standesamtlich geheiratet haben. Viele von euch wissen das ja auch schon und deswegen wollte ich mich auch an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlich für eure vielen Glückwünsche bedanken. Da haben wir uns wirklich sehr drüber gefreut. Das heutige Video hat ein klein wenig mit diesem Event zu tun, denn ich wollte euch gerne mein Hochzeitsoutfit vorstellen und ja, mal zur Diskussion stellen, inwiefern das eventuell Country ist oder auch nicht. Insofern würde ich sagen, schauen wir uns das mal an. Fangen wir direkt mit dem Wichtigsten am ganzen Outfit an, natürlich dem Kleid. Für die Männer unter euch wird das diese Woche wahrscheinlich nicht so spannend werden, euch Frauenklamotten anzuschauen. Ich hoffe, das verzeiht ihr mir und ich hoffe, die Mädels haben vielleicht umso mehr Spaß an dem Video. Und ja, aber wer weiß, vielleicht haben die Männer trotzdem Lust, zumindest mitzudiskutieren, ob ich mich mit diesem Outfit tatsächlich in die Country-Schiene begeben habe oder nicht. Zu dem Kleid erzähle ich vielleicht erst noch, wie es dazu gekommen ist, dass ich überhaupt so etwas tragen wollte. Normalerweise zieht man ja bei einer standesamtlichen Trauung eher so ein schickes Etui oder Kostümkleid an. Das sind Sachen, die ich sowieso schon relativ häufig trage durch die ganzen Auftritte und ich wollte auch für mich gerne was Besonderes an diesem Tag haben. Dann habe ich bei einer Bekannten ein Foto gesehen, auf dem sie ein wunderschönes, langes Country-Kleid anhatte und habe gedacht, sowas wäre doch vielleicht auch was, was man bei einer standesamtlichen Trauung tragen kann, wenn man, wie ich, Country mag und ein bisschen was anderes haben möchte. Herausgekommen ist dann dieses Kleid. Das ist ein ganz klein bisschen witzlos, nicht wahr, das in die Kamera zu halten, denn ihr könnt es natürlich nicht in der Gänze jetzt sehen, aber vielleicht zumindest ein bisschen was erahnen. Es hat einen weißen Grundstoff mit ganz kleinen lindgrünen Pünktchen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Und natürlich dieses Blumenmuster. Hier oben hat es so einen schönen, weiten U-Boot-Ausschnitt, nennt man das, glaube ich. Das, was ihr hier seht, ist normalerweise nicht zu sehen. Das ist das Innenfutter. Und dann hat es noch ja, vorne diese Raffung, die einmal unterbrochen ist. Und was ich ja persönlich total schön finde, auch diese Manschette unten am Ärmel mit den Knöpfchen. Ich zeige euch jetzt nochmal ein paar Fotos, damit ihr das Ganze auch in der Gänze besser erkennen könnt. Dieses Kleid hat meine Großcousine für mich genäht, die ist Kostümbildnerin und ich hatte somit auch das Glück, jemanden an meiner Seite zu haben, die da die absolute Kompetenz in Sachen Nähen und ja, Outfit hat. Und wir waren zusammen unterwegs und haben diesen Stoff ausgesucht, waren sehr happy, dass wir den gefunden haben. Und ja, es war auch für mich sehr, sehr schön, dabei sein zu können und zu erleben, wie das Kleid ja, Stück für Stück Form annimmt und sich entwickelt. Und letztendlich habe ich mich dann wirklich sehr gefreut, als es fertig war und ich wusste, ja, das ist nach meinen Vorstellungen geworden. Und was mich jetzt natürlich interessieren würde, findet ihr, dass dieses Kleid ein Country-Kleid ist oder in was für eine Richtung würdet ihr das eher stecken? Ja, vielleicht lasst ihr mir da mal ein paar Kommentare da, das würde mich sehr interessieren. Dann mussten natürlich auch noch Schuhe zu dem Outfit her. Ich habe zwar meine geliebten Cowboy-Stiefel, die ja, meine Mama mir sozusagen vermacht hat. Die sind also schon uralt und ich bin sehr froh, dass ich die immer noch auftragen kann. Die sind aber sehr flach und ich wollte gerne was, was ein bisschen mehr Absatz hat zu diesem Kleid. Und gefunden habe ich dann diese Stiefel. Lustigerweise, warum auch immer, in einem Trachten-Online-Shop. Ich finde, also für mich sind das so typische Saloon-Stiefelchen, gerade mit dieser Schnürung vorne und dieser, seht ihr das, diese Steppung hier, die die haben an der Spitze. Und ja, da habe ich mich sehr gefreut, dass ich sowas gefunden habe. Ich habe die ganze Zeit Western oder Cowboy Vintage-Stiefel oder sowas in die Suchmaschine eingegeben und dass ich dann ausgerechnet in einem Trachten-Shop fündig werde, das hätte ich auch nicht gedacht.
Zu diesen Schuhen muss ich auch noch eine total süße Geschichte erzählen. Bei unserem letzten Auftritt im Colorado in Wickede, wo ich euch ja auch mitgenommen habe, nämlich in meinem allerersten Video, kamen die Mädels dann vom Saloon auf die Idee, dass man doch einen extra Hut für meine Brautschuhe rumgeben müsste. Und dann haben die tatsächlich noch extra für meine Schuhe Geld gesammelt. Und ich war also total fassungslos, was dabei rumgekommen ist, und total gerührt. Und von daher Tina und Biene und alle, die da waren und mich bei meinem Schuhkauf sozusagen unterstützt haben, ich danke euch ganz, ganz herzlich. Und es war vielmehr eine super rührende Geste, als dass da auch noch natürlich das Geld bei rumgekommen ist. Aber ich habe mich da wirklich sehr, sehr drüber gefreut. Vielen Dank. Eine weitere Sache, die für mich was ganz Besonderes hatte, war die Tasche, die ich mit dabei hatte, nämlich diese hier. Die passt zwar farblich nicht so wirklich zu den Schuhen, aber ich fand das überhaupt nicht schlimm, denn diese Tasche hat mir vor Jahren meine Trauzeugin mal vermacht. Und ich finde das sowieso so schön, dass wir ja immer, wenn jemand mal was aussortiert, dass die Sachen nicht einfach sofort in Müll wandern, sondern dass man immer schaut, wer könnte sich vielleicht stattdessen noch drüber freuen. Und ja, dass ich jetzt ausgerechnet zu meiner Hochzeit dann eine Tasche auftragen kann, die ursprünglich mal von meiner Trauzeugin kam, das fand ich einfach schön. Und insofern ja, war das nicht nur praktisch, weil man natürlich auch doch das ein oder andere so dabei haben muss, sondern auch irgendwie so ein bisschen eine kleine emotionale Sache, dass ich ausgerechnet dann diese Tasche dafür genommen habe. Dann musste natürlich auch noch was mit den Haaren passieren. Ich habe zwar jetzt nicht die Frisur, die ich bei der standesamtlichen Trauung getragen habe, schon deswegen, weil ich da noch gar keinen Pony hatte, aber ich habe, wie ihr auf den Fotos schon gesehen habt, diesen lustigen Kranz getragen. Das ist Heidekraut und den habe ich mir bei der Floristin machen lassen, weil ich gerne ja noch so ein bisschen was, ihr seht gar nichts, weil ich so hoch sitze, ne? Weil ich so ein bisschen was Natürliches noch haben wollte als Haarschmuck und keine komplizierte Hochsteckfrisur, und weil der natürlich auch so ein bisschen dieses Florale aus dem Kleid ganz gut aufgreift. Ich finde den irgendwie ganz schön. Ich glaube, ihr denkt jetzt wahrscheinlich, ich bin das größte Hippie-Kind auf der Welt, was auch so sein mag. Ich glaube, das ist was, was jetzt überhaupt nicht Country ist an diesem Outfit. Ich fand es trotzdem passend und ja, somit bin ich dann auch im Grunde am Ende mit meinem Hochzeitslook und bin ganz gespannt auf eure Kommentare, ob ihr der Meinung seid, das ist Country oder das ist in Teilen Country oder das ist vielleicht gar nicht Country. Und ja, schreibt doch gerne mal, wie ihr das findet und wie euch das gefällt. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns dann nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.